In Wien-Meidling konnten rund 80 Waffen sichergestellt werden. Am 16. Juni wurde die Polizei zur späten Stunde alarmiert, und zwar im Bereich des Altmannsdorfer Angers. Denn dort hörte eine Passantin drei Schüsse, die angeblich aus einem Fenster abgefeuert wurden. Die Wohnung konnte lokalisiert werden und gemeinsam mit der Wega gestürmt werden. Man fand dort einen 40-jährigen Mann vor, der jedoch leugnete, dass er irgendwelche Schüsse abgefeuert hätte. Man fand aber trotzdem ein riesiges Waffenarsenal in seiner Wohnung, darunter zwei Granaten und eine Hülse, die sichergestellt werden musste und sicher abtransportiert werden konnte. Außerdem hat man rund noch 80 weitere Waffen, da unter anderem Stichwaffen und Hiebwaffen gefunden, als auch Luftdruckwaffen und Gasdruckwaffen. Der Mann war im illegalen Besitz dieser Waffen. Was es jedoch genau damit auf sich hatte, werden wir jetzt bei der Landespolizeidirektion genauer erfragen. Gestern hat die Wiener Polizei eine Wohnung ausfindig machen können, wo mehrere Waffen in dieser Wohnung gebunkert waren. Es ist eine Anzeige gegen einen 40-jährigen Mann erstattet worden. Dieser Mann hatte rund 80 Waffen in seiner Wohnung gebunkert. Dabei hat es sich um Hieb- und Stichwaffen, aber auch um Pistolen, aber hier Gasdruck- oder Luftdruckpistolen gehandelt. Darüber hinaus hat es auch noch Kriegsmaterial in der Wohnung gegeben. Der 40-Jährige ist nun gemäß dem § 50 des Waffengesetzes angezeigt worden. Dieser beinhaltet den illegalen Besitz von Schusswaffen der Kategorie B bzw. auch Kriegsmaterial bei sich zu haben, bei sich zu führen, zu besitzen, und dementsprechend ist der Mann nun angezeigt worden. Kann man jetzt davon ausgehen, dass von diesem Mann aktuell eine Gefahr ausgeht? Davon kann man momentan nicht ausgehen. Der Mann war auch während der Amtshandlung kooperativ. Er hat gestern aus seinem Fenster geschossen. Hierbei dürften aber auch keine Personen gefährdet worden sein. Also momentan gehen wir von keiner Gefahr aus. Und gibt es momentan noch Vermutungen, weshalb er so ein riesiges Waffenarsenal bei sich zu Hause hatte? Dazu hat der Mann keine Angaben gemacht. Er hat auch nicht gestanden, dass er mit einer Gasdruckpistole aus dem Fenster geschossen hätte. Und wie wird nun als nächstes dann vorgegangen? Es sind nun gestern alle Waffen, die aufgefunden worden sind, sichergestellt worden. Die Polizei hat nun alles protokolliert, bringt nun alles zu den Akten, und dies wird nun weitergeleitet an die Staatsanwaltschaft. Der 40-jährige Mann war bereits der Polizei bekannt, denn er hat schon früher ein Waffenverbot verhängt bekommen gehabt. Deshalb ist er nun im illegalen Besitz von den Waffen gewesen. Er wurde jedoch nun angezeigt und die Staatsanwaltschaft wird den Fall behandeln. Momentan befindet er sich auf freiem Fuß. Wir werden Sie jedenfalls auf dem Laufenden halten.